Die nächsten Monate sind von einem üblichen Geplänkel der Scharmützel und sonstigen Dinge geprägt, die ich ehrlich gesagt langsam, aber sicher unerträglich finde und viele Menschen im Übrigen, glaube ich, auch. Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge der Zeitgespräche. Ich freue mich, dass Sie heute wieder bei uns sind. Ich habe heute einen der faszinierendsten und bekanntesten Schauspieler unseres Landes bei mir, einen politischen Zeitgenossen im wahrsten Sinne des Wortes. Herzlich willkommen, Harald Krasnitzer. Danke vielmals. Ich danke dir für dein Kommen. Ja, vielen herzlichen Dank. Lieber Harald, du hast ein ganz intensives Jahr. Du drehst gerade in Wien den 50. Tatort, bist natürlich voll im Einsatz, daher bin ich dir ganz besonders dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, heute zu uns in die Zeitgespräche zu kommen. Wir durchleben gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit und ich zitiere da, du hast im April über die Corona-Krise einmal gesagt, ich versuche mich so weit es geht aus dieser Angst zu befreien, weil die Angst ja in der Regel eine Möglichkeit bietet, an eine Utopie zu denken. Du bist jemand, der visionär denkt. Und wie hast du diesen Satz, wie bist du zu diesem Satz gekommen? Also er ist ein bisschen falsch zitiert, weil die Angst bietet ja nicht die Möglichkeit, in die Utopie zu gehen. Weil die Angst ist ja etwas, was immer in einer Hochfrequenz stattfindet. Also sie erfüllt uns in erster Linie einmal mit Sorge und sie beunruhigt uns und sie ist aus einem Fluchtreflex herausgeboren. Sie bedient andere Areale im Gehirn und damit hast du wenig Chancen, quasi eigentlich wirklich in einen anderen Aggregatzustand, aus dem heraus du dann tatsächlich auch wieder eine, so etwas wie eine Vision oder ein Licht am Ende des Tunnels oder im weitesten Sinne, und das ist halt dann die quasi Krönung eines Vorgangs, in eine Utopie kommen kannst, in die Sehnsucht und all das, was damit zusammenhängt. Und gemeint habe ich damit, dass ich glaube, dass das, was passiert, zum einen muss man sagen, dass wir in Europa im Verhältnis jetzt auch, wenn wir das jetzt über den Atlantik betrachten und auch in Südamerika betrachten, und von Afrika wissen wir noch nicht so viel, aber in Südafrika ist das schon sehr grassierend, muss ich sagen, wirklich mit Bravour geschafft haben. Zumindest in Mitteleuropa, schauen wir zu unseren Nachbarn nach Italien oder nach Frankreich oder Spanien dann, oder auch in Belgien, wo es sehr hohe Zahlen gegeben hat, dann sehen wir, dass das wirklich mit schweren Schicksalen und ganz grauenhaften Geschichten verbunden war. Und es bleiben einem halt immer diese Bilder von Militär-LKWs, die sozusagen Särge wegfahren, und es bleiben die Bilder von Massengräbern und sonstigen Dingen. Aber man muss sich irgendwann aus diesem Ding befreien, weil sonst bist du gelähmt. Und ich hatte manchmal den Eindruck, dass das schon sehr heftig ist. Wir werden die Worte des Kanzlers klingeln mir da schon noch nach, dass jeder von uns jemand kennen wird, der an dieser Krankheit gestorben sein wird. Gut, jetzt sind wir noch nicht drüber und wir hoffen alle, dass das niemals in Erfüllung geht, diese Aussicht. Aber es ist trotzdem etwas, was sich tief in uns einbohrt. Und es ist nicht das, was einen beruhigt, sondern es belastet einen und schafft keinen Nährboden für das, was danach ist. Dann kommt ein Punkt noch dazu, den ich faszinierend fand, dass immer alle von einer gewissen Normalität, zu der wir zurückkehren müssen. Da stellt sich für mich die erste Frage, welche Normalität meinen wir denn damit? Ja? Und aus meiner Perspektive gab es in dieser ganzen Zeit eigentlich erstaunlicherweise nur einen Politiker, der gewagt hat, das mal in Zweifel zu stellen und auch dementsprechend das artikuliert hat. Und das war der Frank-Walter Steinmeier in einer Rede am, glaube ich, 11. April anlässlich, also kurz vor den Osterfeiertagen, wo er sehr dezidiert und klar gesagt hat, es wird diese Normalität nicht mehr geben. Und es ist entscheidend dafür, was nach dieser Normalität kommt, ist das, wie wir es gestalten wollen und was wir zu diesem anderen neuen beitragen. Und das fand ich schon sehr faszinierend.
Ich glaube, da sind wir jetzt, das stehen wir vor einer Riesenherausforderung. Die Angst, die hat uns begleitet im März und im April. Die hat viele Menschen wirklich zutiefst erfasst. Aber es ist jetzt einmal die Angst gewesen vor den medizinischen und den gesundheitlichen Folgen. Und jetzt werden wir halt schauen im Herbst, wie die wirtschaftlichen Auswirkungen sein werden. Und es ist ja auch wirklich zu befürchten, dass nach der Gesundheitskrise, die ja hoffentlich jetzt abgeschwächt ist, aber wo wir noch immer aufpassen müssen, dass die Folge dann eine Wirtschaftskrise ist. Und eine Wirtschaftskrise ist immer auch eine Frage der Verteilung und der gerechten Verteilung. Die Frage nach der gerechten Verteilung wird ohne dies zwangsläufig aufgrund der Maßnahmen, die wir jetzt setzen. Wir haben gestern den EU-Gipfel gehabt, wir haben nahezu wöchentlich Korrekturen über die Maßnahmen, die wir zu setzen haben, um die Wirtschaft zu stützen, aber auch um Kurzarbeit und andere Dinge einzuleiten. Wir erfahren aus den Gefügen der Krankenkassen, dass es dort eklatante Fehlbeträge gibt, die natürlich mit dieser Krise zusammenhängt und auch dem Mangel an Einnahmen diesbezüglich, aber auch dem, was man an Leistungen erbringen musste und. Und natürlich wird sich die Frage der Verteilung und die Frage der Umverteilung ganz massiv stellen. Entscheidend wird halt nur sein, wie artikulieren wir sie? Machen wir es wieder in Form eines sozusagen einer klassenkämpferischen Parole? Oder finden wir eine Formel, die uns, das ist ja, ich will nicht sagen das Faszinierende, aber das, was mich schon sehr beeindruckt hat, dass das die erste, wenn man so will, Krise ist, die ein Gefühl dafür entwickelt hat, dass es eine weltweite Geschichte ist. Es ist nicht mehr etwas, was lokal zu definieren wäre oder nur in einem kleinen geografischen Bereich abzustecken ist, sondern es ist etwas, was die Menschheit betrifft. Und die Menschheit muss sich entscheiden, wie sie vorgeht. Und darüber hinaus begleitet uns ja nicht nur die Krise rund um diesen Virus, sondern wir haben seit Beginn des Jahrhunderts diskutieren wir über ein weit größeres Projekt und das ist der Klimawandel. Und da wird natürlich entscheidend sein. Aber der Klimawandel ist auch in einem ganz engen Zusammenhang mit der sozialen Frage zu sehen, meiner Auffassung und auch die Auffassung vieler junger, auch politischer Aktivisten. Ne? Ich habe mit einem sehr, sehr guten Freund von mir, der hat eine so wunderbare Formel aufgestellt, die ich so nachvollziehbar empfinde. Und es ist so eine richtige. Es ist Harald Katzmeier, der in einem unserer Gespräche, die in dieser Zeit immer stattgefunden hat, gesagt hat, das ist schon erstaunlich. Es gibt zwei Zahlen, oder es gibt eine Zahl, die zwei Eckdaten hat und die aber sehr eng miteinander zu tun haben. Das eine ist die berühmten 9 Jahre, die wir jetzt noch Zeit haben, um quasi wirklich Maßnahmen zu setzen, um zumindest das Pariser Ziel zu erreichen. Und das andere sind 9 Tage. Es sind die 9 letzten Tage des Monats, wo wir merken, dass viele Familien, nämlich nicht mehr nur die klassisch Betroffenen, die wir quasi kennen aus den eher prekären Schichten und aus den Bereichen, wo wir wissen, dass wir ohne dies sehr schwierige Jobverhältnisse haben oder sehr wenig Einnahme haben, wenig akkumuliert werden kann, sondern es sind mittlerweile die mittelständischen Familien oder auch der sogenannte Mittelstand an sich, wo du merkst, dass es am Monatsende, den letzten 9 Tage eng wird und dass du zum Teil schon das Urlaubs- und Weihnachtsgeld mit über die Jahresberechnung mit einziehen musst und ausgleichen musst, damit das sich noch ausgeht, um den Standard zu halten. Von akkumulieren im Sinne von, sorgen wir vor für unsere Kinder, dass die eine Schule besuchen können, die wir wollen, oder gegebenenfalls, dass wir uns mal irgendwie ein Eigenheim oder auch für die Rente oder sonst irgendwas, brauchen wir gar nicht mehr dran denken. Und diese zwei Pole, diese letzten 9 Tage und diese 9 Jahre, haben einen unmittelbaren Zusammenhang. Sie haben damit zu tun, dass wir in einem Transformationsprozess sind. Das wissen wir, das haben wir mehrmals artikuliert. Und die entscheidende Frage ist, wie viel Mut haben wir, ihn anzugehen? Und was tragen wir dazu bei? Und wie offen gehen wir mit dem Prozess um? Wie offen reden wir über das, dass dieser Prozess vor der Tür steht, dass wir uns in, wie der Gramsci immer gesagt hat, in einem Interregnum befinden. Das Alte ist noch nicht tot, das Neue ist noch nicht geboren. Aber ich glaube, im historischen Vergleich passieren die Entwicklungen im Moment in einem unglaublich rasanten Tempo.
Also dieser Übergang von der industrialisierten zu einer digitalen Gesellschaft, das passiert ja in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Ja, mit allen Gefahren, die damit verbunden sind. Ja, aber erstaunlicherweise mit den Werkzeugen und den Instrumenten des 19. und 20. Jahrhunderts, ja. Also zum Teil sehr regressiven Dingen. Ja. Es ist schon erstaunlich, dass wir mitten in dieser Bewältigung, ja, auch gleichzeitig wieder anfangen, die Diskussion darüber zu führen, dass der Staat aber schon sparen muss. Jetzt haben wir gerade erlebt, dass der Staat zum dritten Mal in diesem Jahrhundert eine Krise bewältigt. Und zwar nicht die Ökonomie, nicht die Finanzen, nicht der Finanzkapitalismus. Was ja auch erstaunlich ist, dass unmittelbar sozusagen nach dem Bekanntwerden oder sozusagen dem Aufkommen und dem Wissen darum, dass es sich jetzt hier um eine Pandemie handelt, merkst du, dass als erster die Märkte einbrechen. Das heißt, das Finanzkapital hat sich als erster mal verabschiedet. Ja? Sie hat nicht gehalten, sie hat nicht gesagt, pass auf, wir halten jetzt die Anteile. Wir wollen jetzt nicht Geld verdienen, sondern wir wollen beruhigen, wir wollen eine Lage stabilisieren, sondern sie verabschieden sich, sie verkaufen, sie nehmen mit. Ja? Das ist schon mal ein ziemlich klares Signal, dass wir hier eine hohe Verletzbarkeit und Verletzlichkeit haben und keine sehr hohe Resilienz, was Krisen betrifft. Das Zweite, was ich spannend fand, ist, dass wir im Grunde genommen gleichzeitig parallel zu dem, dass wir Krise bewältigen, schon immer darüber reden, aber wir müssen sparen, wir dürfen nicht zu viel ausgeben. Oder wie wir es jetzt auch in Brüssel erlebt haben, dass wir nicht den Mut hatten oder noch immer nicht den Mut haben zu sagen, jetzt geht es tatsächlich um Europa. Jetzt müssen wir hier diesen Kontinent wasserfest machen, im besten Sinne, also auch zu versuchen, dass wir in Innovation gehen und jetzt mal alle kleinlichen Dinge, die da rundherum sind, die durchaus manchmal ihre Berechtigung haben, aber ich hätte mir einen viel größeren Wurf erwartet. Jetzt muss man sagen, okay, es ist europäisch und es ist das erste Mal, dass wir das Bein drinnen haben, kann ich alles unterschreiben. Aber ich habe immer das Gefühl, wir denken in so kurzen Zeiträumen. Wir denken in Legislaturperioden oder wir denken in sozusagen Wahlperioden oder sonstigen Dimensionen. Oder wir haben Prognosen für das Jahr 2022, 2023 und stellen gleichzeitig fest, dass wir sie gar nicht halten können, jetzt schon nicht. Und dass wir gar nicht wissen, was wir mit diesen Prognosen anfangen sollen. Parallel dazu übersehen wir aber auch, dass für mein Gefühl, dass das Spiel ja längst nicht mehr um Europa im Sinne von unseren partikularen Interessen, also Österreich gegen Italien oder gegen Ungarn oder gegen Polen oder sonst irgendjemanden geht, sondern dass das Spiel schon auf einem völlig anderen Brett gespielt wird, sondern es eindeutig nur mehr darum geht, wer in diesem Jahrhundert die absolute Hegemonialmacht auf dieser Welt haben wird. Und das entscheidet sich zwischen Amerika und China. Und dort fahren ganz andere Mittel und Kapitalerträge und ganz andere Ideen und Projekte auf, als wie wir sie hier in Europa diskutieren. Ja. Und umso erstaunlicher ist, dass quasi von dem, was da jetzt von Merkel, Macron und auch von von der Leyen vorgeschlagen wurde, die entscheidenden Punkte, nämlich die Stützung der Gesundheit und der Ausbau einer sozusagen resilienten, kräftigen Gesundheit, sodass uns sowas nicht mehr nochmal passieren kann, dass wir keine Anzüge haben oder keine Masken. Ja. 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 Und das Zweite, noch viel wichtigere, dass wir in der Forschung sparen. Ja, das ist etwas, wo ich sage, das ist so widersinnig und so kleingeistig, dass es mir also wirklich schwummrig wird. Ja, ja. Weil dort hätte ich mir eigentlich erwartet, dass man sagt, und jetzt bauen wir uns die Cluster, wo wir das tun, was wir in diesem Jahrhundert brauchen. Also es hat ja schon eine Studie auch in Österreich gegeben, glaube ich, vom IHS vor ungefähr zehn Jahren, die gesagt hat, wenn du in Forschung, Entwicklung, Innovation investierst, sicherst du mit diesen Investitionen ganz besonders stark Arbeitsplätze oder du schaffst Arbeit. Absolut. Ja? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist auch aus meiner Sicht als Wiener Politiker eine große Herausforderung für Wien, die Infrastruktur zu schaffen, dass hier ein Platz ist, wo geforscht werden kann, wo Forscher gute Bedingungen vorfinden, wo internationale Unternehmungen auch mit den Forschungseinrichtungen kooperieren können. Weil oft kommen ja die Forscher und nehmen das Unternehmen gleich mit, weil sie ja versuchen, dann das Produkt, an dem sie forschen, auch zu verkaufen. Ne? Gut, aber das ist so ein Punkt, den ich total spannend finde, weil zum einen muss man, wenn man genauer hinschaut, und das ist in Wien nicht immer einfach, muss man sagen, ja,
Ich bin, wenn ich dann ein bisschen genauer hinschaue, immer schon sehr erstaunt, welche außergewöhnlichen Firmen hier in dieser Stadt angesiedelt sind. Also wenn wir beginnen, dieser einen Firma, die ganz wesentlich für die sozusagen autonome Mobilität zuständig ist und weltweit hier Systeme liefert, die, glaube ich, erst vor kurzem auch einen Börsengang hatte oder ihn zumindest vorbereitet. Und viele andere Technologien, also im Bio-Bereich und auch anderen Hightech-Bereichen, bin ich schon immer erstaunt, was da ist. Ich habe halt nur einfach die Sorge, dass wir ganz generell mit unserer quasi, ich nenne es jetzt mal, unserer Politik der Provinzialisierung und der Renationalisierung hier quasi immer Sündenböcke nach außen zu suchen und zu glauben, dass wir in diesem Europa in der Situation ohne unsere Nachbarn in Italien oder auch die in Ungarn auskommen würden. Ja. Und das, dass wir diese Prozesse nicht mehr angehen, sondern eigentlich nur noch Feindbilder schaffen. Also gegen diese Provinzialisierung müssen wir immer als Sozialdemokraten kämpfen. Das ist auch ein bisschen die Schwäche auf europäischer Ebene, dass hier die Strukturen auch, zu schlecht ausgeprägt sind. Weil es gibt ja dann sozusagen auch jetzt schon immer wieder durchzuhören, dass man durchaus auch irgendwann plötzlich befürchten muss, ob die UNO überhaupt noch hier bleibt, weil die sagt, ob Wien dann oder Österreich an sich oder Europa an sich dann noch der richtige Standort ist. Ja. Und ob es dann eben nicht auch China ist oder Afrika ist, wo man sagt, dort muss man sich als so eine Organisation ansiedeln. Und das bedeutet aber natürlich auch, dass du alles, was du im Umfeld so einer Organisation hast, im Sinne an infrastrukturellen, informellen Austauschebenen und aber auch Kongressen und sonstigen Dingen, das ist ja ein unglaublicher Apparat, das ist ein unglaublicher Atem auch für eine Stadt, verlierst und dann... dann wird es eng. Vielleicht haben wir auch zu wenig gemacht, um in dieses Prinzip, das Bruno Kreisky ja so schön skizziert hat, zu investieren, nämlich in die aktive Neutralitätspolitik. Man spricht ja heute kaum mehr von Neutralitätspolitik. Das ist ein Begriff, der kaum mehr vorkommt. Nein, aber das war meiner Meinung nach so einer dieser großen Errungenschaften und das war das, was unsere Qualität über lange Strecken ausgemacht hat. Wir haben ein außergewöhnliches Netzwerk in die Levante und in den Nahen Osten gehabt. Ja. Wir haben den ganzen Mittelmeerbereich abdecken können mit Ebenen der Gesprächsebene. Also Dinge nicht, die angeklagt haben, nicht im Sündenbock oder Forderungen oder Drohungen oder irgendwelche Dinge, sondern wir hatten und haben es zum Teil noch ein bisschen, aber nicht mehr in diesem Umfang und viel weniger tatsächlich Ebenen, wo sehr unterschiedliche Perspektiven aufeinander geprallt sind, aber dadurch eine Bewegung entstand. Wir haben das lange Zeit und haben es, Gott sei Dank, zumindest in der Ära noch vom Heinz Fischer, eine sehr, sehr gute Verbindung zu Russland gehabt, im Sinne, aber nicht so, wie es die FPÖ gepflegt hat, sondern auf einer Gesprächsebene, wo man andere Probleme austauscht und nicht nur dazu nützt, um irgendwie Partikularinteressen zu erfüllen. Und das finde ich geht verloren und ist etwas, was mich schon sehr irritiert, weil ich glaube, es ist die einzige Chance, die wir haben, dass wir uns in diesen Bereich begeben und auch diese Fähigkeiten reaktivieren und auch nützen können. Halt, du hast vor kurzem jetzt einmal angesprochen, die Rolle des Staates. Ne? Die Neokonservativen der 80er Jahre haben ja damals sozusagen immer gesagt, sozusagen schlanker Staat, der Staat muss sozusagen auf seine Kernfunktionen beschränkt werden. Die Neoliberalen von heute sehen das schon ein bisschen anders und wollen natürlich genauso wie die Sozialdemokratie aus völlig unterschiedlicher Interessenslage einen starken Staat, der sozusagen die Kapitalvermögen sichert, der dafür sorgt, dass die Bankwirtschaft nach bestimmten Richtlinien passiert und der halt vor allem auch Interessenspolitik für eine bestimmte Klientel verfolgt. Das ist schon eine große sozialdemokratische Herausforderung, unsere Sicht von Staat hier durchzusetzen. Das glaube ich schon auch, aber die ist natürlich auch sehr eng mit dem verbunden, dass das uns ja nicht entbindet, Staat tatsächlich modern und anders zu denken. Ja, ja. Ich glaube, dass es nicht einen Widerspruch gibt zwischen dem, was wir unter dem Staat als eine leitende und vor allen Dingen regeln aufstellende Funktion hat,
dass das auch gleichzeitig nicht auch ein effizient funktionierendes und auf modernen Technologien beruhendes Instrument sein kann. Und vor allen Dingen aber auch eine Flexibilität zu dem findet, was die Arbeitswelten vieler Menschen mittlerweile ist. Ja. Viele der Dinge, die wir in Gesetzmäßigkeiten oder auch in bestimmten Regeln aufgestellt haben, sind nicht mehr kompatibel zu dem, wie Menschen heute leben, arbeiten, wohnen betreiben an Handel und an Ökonomie. Dort brauchen wir auf jeden Fall eine gewisse Form der Flexibilität. Aber es gibt für mich immer so ein klassisches Beispiel, wo wir sehen, dass das halt dann sehr gerne für eine quasi eher ideologische Form benutzt wird. Die Reform der Krankenkassen kann ja aus meiner Sicht, ich sage jetzt mal nur als Nutzer oder eben auch als Betroffener voll unterschreiben, weil ich es nicht verstehe, warum wir 23 Krankenkassensysteme in Österreich haben. Ja. Ich bin nur so erstaunt, dass wir das quasi auf die ASVG-Versicherten reduzieren und warum wir uns dann nicht wirklich zu dem, was wir da überall lesen konnten, nämlich mutig in die neuen Zeiten, zu einem mutig in die neuen Zeiten aufgerungen haben und gesagt haben, aber dann lass uns doch die SVA-Versicherten, die Bauern, die Beamten und alle anderen sozusagen Nebenschauplätze mit einbinden und dann gibt es so etwas wie eine Bürgerversicherung. Dann hast du tatsächlich etwas, was du quasi gemeinsam vertreten kannst. Und das wäre der Größe eines Landes von Österreich durchaus angemessen. Es gab dann, finde ich, einen sehr guten Vorschlag von der AK aus Vorarlberg. Erstaunlicherweise eine schwarze AK, aber ich finde, dass die Freunde von der Vorarlberger Arbeiterkammer wirklich hervorragende Ideen immer haben und unglaublich innovativ sind und auch mit ihren Kollegen aus dem Wirtschaftsraum mitunter sehr, sehr tacheles und klar umgehen. Und es kam eine ganz schöne Idee, die nämlich sozusagen eine dezentrale Zentralisierung vorgeschlagen hat, dass nämlich jedes Bundesland für sich die Versicherungen in einem Land komprimiert und sagt, wir haben eine Bundesland-Bürgerversicherung. Ja. Daraus könnte man dann gegebenenfalls etwas stricken, wo du dann auch eine Form von Konkurrenz hast oder dass sich der Bürger auch entscheiden kann, ob die Leistungen nicht dort besser sind oder da. Oder auch, ich sage jetzt mal, regional unterschiedliche Anforderungskataloge. Ja. Aber das erschien mir sinnvoll, weil dann natürlich endlich einmal all das, was wir in dem Land haben, vom Bauern bis zum Beamten, bis hin zum Arbeiter oder Angestellten, bis hin zu demjenigen, der in einem KMU sitzt oder ein kleines Unternehmen hat, alle dieselbe Versicherung haben. Naja, wir haben auch in anderen Bereichen, wie dem Bildungsbereich und so weiter, haben wir uns ja lange Zeit zu sehr in Strukturfragen verstrickt und haben oft die inhaltlichen Dimensionen ein bisschen hintangestellt, weil auch bei einer Versicherung ist wichtig, welche Leistungen kommen. Harald, ich wollte jetzt Folgendes fragen. Du kennst doch dieses tausendfach zitierte Zitat des Ralf Dahndorf aus dem Jahr 2000, wo er, ich glaube, gar nicht bösartig, aber erklärend gesagt hat, sozusagen die Grundaufgabe der Sozialdemokratie im 20. Jahrhundert ist erfüllt. Ja, wir brauchen jetzt keine Sozialdemokratie mehr, man wird sie nicht mehr brauchen, weil der Sozial- und Wohlfahrtsstaat ist errichtet, es kommt jetzt eine andere Zeit. Wenn du heute schaust auf die Sozialdemokratie in Österreich, aber auch, du hast oft den europäischen Vergleich gebracht, ich halte den auch für ganz, ganz wichtig, was sind heute die großen Aufgaben der Sozialdemokratie? Wie können wir wieder Menschen gewinnen? Also ich würde mal genau dort anfangen, nicht a priori das Ziel zu haben, Menschen zu gewinnen, sondern a priori mal ein Narrativ zu finden, das unsere Aufgaben und unser Portfolio mal klar macht. Also einmal, ich habe manchmal das Gefühl, wir sind uns gar nicht im Klaren, dass quasi der Raum, wo wir tätig sein könnten, mit zutiefst und wirklich ernst gemeinten sozialdemokratischen Ideen, dass sich der unglaublich erweitert hat. Das ist nicht mehr nur der Arbeiter oder die Arbeiterin und das ist nicht mehr nur der Angestellte und die Angestellte. Es ist mittlerweile, gibt es viele Beamte, es gibt viele Kleinbetriebe, Einzelunternehmen, es gibt KMUs, es gibt Bauern, es gibt die Künstler, in allen Bereichen, Künstler müssen wir gar nicht erst reden. Ja. Ja.
Aber es gibt viele, viele Bereiche, wo ich ernsthaft das Gefühl habe, mithin in Bereiche, wo ich sehr oft in den letzten Jahren Gespräche geführt habe mit Leuten, die durchaus große Konzerne geführt haben, die einfach gesagt haben, sie wollen diese Form des Aktiengesetzes nicht mehr. Und hier müsste man längst etwas tun, weil sie einfach keinen Gestaltungsraum mehr haben. Wenn du alle Vierteljahre quasi in eine Rechtfertigungsschiene kommst, die nur quasi dort eine Abrechnung erzielt und eine Quartalsperspektive hat, um dort mal schnell was mitzunehmen, dann hast du keine mittelfristige und langfristige Planung. Und das ist das, was ich immer das Gefühl habe, dass das genau jetzt aber der Fall sein wird. Wenn ich Investment betreibe, müsste man es langfristig machen und das müsste man auch legitimieren. Und bei vielen ist ein mittel- und langfristigen Investment, so vermittelt sich es mir manchmal eher, immer noch die Tatsache, dass man halt schnell ein paar tausend Leute entlässt, um den Kurs wieder zu regulieren. Aber ihr habt schon das Gefühl, dass wir unglaublich viele Aufgaben vor uns haben. Das sind die zentralen Fallen im Bildungsbereich. Wir sind dort zu wenig mutig. Da gibt es für mich ein klassisches Beispiel, dass wir Friday for Futures, diesen einen Tag, diesen Freitag, nicht schon längst als einen offiziellen Schultag erklärt haben, weil doch jeder sehen muss, dass die jungen Menschen, die da auf die Straße gegangen sind und die ja nicht nur auf der Straße waren und hier quasi einen Protest, sondern ja auch eine Bildungsreise damit verbunden haben und mit Hunderten von Wissenschaftlern vernetzt und verknüpft waren, dass dieser Tag, dieser Ausflug, dieser Austausch, diese sich finden und sich artikulieren und sich quasi in einen Aggregatszustand zu befinden. Da steckt eine gewaltige Chance für unsere politische Kultur drin. Genau, und das ist etwas, was die jungen Leute an diesem Freitag gelernt haben und was sie gleichzeitig zu autonomen, mündigen Bürgern macht. Und ich hätte diesen Tag sofort als einen Schultag ausgerufen und gesagt, ab sofort wird jeder Freitag so gestaltet. Und wenn es den Friday for Futures nicht mehr gibt im Sinne einer Protestveranstaltung, dann fahren die irgendwo hin und schauen sich etwas Wichtiges an oder machen etwas, was draußen ist, im Leben. Weil das etwas ist, wo ich das Gefühl hatte, da sind die aufgeblüht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir in unseren Schulsystemen nach wie vor, finde ich, sehr starr sind. Und auch in den universitären Geschichten. Viele Bereiche, wo wir sagen, hier brauchen wir Kreativität, hier brauchen wir Raum. Das wäre ein eigenes Thema, warum die österreichischen Universitäten in all diesen Rankings immer so weit rückwärts liegen. Das ist sehr komplexe Materie, aber es ist eine spannende Materie. Aber es hat natürlich viel mit dem Bologna-Prozess zu tun und man müsste den einfach nochmal überprüfen und schauen, ob es nicht hier andere Geschichten gibt. Das ist die eine Geschichte. Und die nächste Frage ist natürlich die zentrale Frage, die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Was bedeutet die? Wo beginnt sie? Wo hört sie auf? Was verstehen wir darunter? Wo wird es sozusagen, und genau dort ist vielleicht, sage ich mal, so eine nicht uninteressante Gratwanderung zum Dahndorf, dass man sagt, okay, wo müssen wir tatsächlich helfen und wo wird es aber sozusagen zu einem Verlust der Autonomie? Und für mich gibt es immer ein klassisches Beispiel und das ist das rote Wien, die 20er Jahre und der Aufstieg der Sozialdemokratie in Österreich. Dort war die wesentliche Maxime, wir helfen dir, um quasi aus Umständen und Zuständen dich zu befreien und aus dir einen mündigen, aufrechten Menschen zu machen, der gesund ist, der eine soziale Kompetenz hat, der aber auch eine fachliche Kompetenz hat und darüber hinaus die Fähigkeit hat, mit seiner Familie und mit all dem Umgehenden solidarisch und quasi offen umzugehen und immer wissbegierig und neugierig ist. Dann ist ja die Sozialdemokratie aus einer Bildungsbewegung entstanden. Genau. Und das ist etwas, was ich sehr vermisse, dass wir in diesem Bereich nicht davon sprechen, dass man sagt, lebenslanges Lernen. Ich empfinde das, wenn ich jetzt so als Erwachsener, würde ich das immer als eine Form der Bedrohung empfinden. Mhm. Ich würde mir sehr wünschen, dass die Sozialdemokratie den Begriff der lebenslangen Chance implementiert in ihr Programm. Und die lebenslange Chance ist etwas anderes.
Sie öffnet uns ein anderes Feld. Sie ist eine andere Handreichung. Sie ist ein anderer, und ich sage jetzt bewusst, Heilungsprozess, weil es gibt ein sehr schönes Zitat vom Trotzki, der im Café Zentral gesessen ist und dort Schach gespielt hat regelmäßig und dann immer den Sozialdemokraten zugehört hat. Sich dann auch mal hingesetzt hat und sich erzählen noch hat unter dem Namen Bronfstein. Genau, ja. Und es gibt sozusagen in seinem Tagebuch eine Aufzeichnung, dass er sagt, er hat noch nie so gescheite Menschen erlebt, ja, die wissen wirklich viel und sind unglaublich aufschlüssig und er ist ganz verblüfft. Und sie sind tolle Menschen, aufregende Menschen, wissbegierig und kräftig und gescheit und was weiß ich alles. Aber da brauchen wir auch den Schulterschluss. Den einen Satz muss ich noch fertig sagen. Aber er sagt, sie sind keine Revolutionäre. Ja. Und er hat recht. Das Rote Wien hatte keine Revolutionäre, sondern sie waren Heiler. Sie waren Menschen, die quasi soziale Missstände und soziale Unregelmäßigkeiten und bestimmte Dinge in dieser Stadt in einen Heilungsprozess gebracht haben. Und das ist was anderes. Und das ist das, was mir an der Sozialdemokratie grundlegend interessiert. Es ist das Interesse am anderen. Mhm. Und das nicht wegschauen und hinschauen und zu sagen, wie kriege ich die aus einer bestimmten Ecke deiner Not oder deines Leids heraus. Unabhängig davon, wie du dort hineingekommen bist. Genau, aber nicht nur im Sinne einer Transferleistung, sondern einer Interaktion. Ja. Schau, wir sitzen da in der Wiener Urania, das ist sozusagen... Es möge keine Volkshochschule jetzt beleidigt sein, aber die Wiener Urania ist das Flaggschiff der Wiener Volksbildung. Und wenn wir uns so die Volksbildung der 20er und 30er Jahre anschauen, bis zu den beiden Faschismen, dann muss man sagen, dass der Großteil der Wissenschaftler, die an der Universität in Wien tätig, Mediziner, Sozialwissenschaftler, Juristen etc., dass der Großteil der Wissenschaftler, sofern sie sozusagen ein humanistisches Weltbild vertreten haben, mit der Einschränkung, am Abend sie in die Straßenbahn gesetzt haben, in die Volkshochschulen rausgefahren sind und versucht haben, ihr Wissen populärwissenschaftlich weiterzugeben. Und das ist schon, glaube ich, auch eine Verpflichtung der Starken in der Gesellschaft, mit den Schwachen in der Gesellschaft, diese Brücke herzustellen. Und das hat uns in Wien eigentlich auch in der Geschichte immer sehr, sehr stark gemacht, dass man diesen Geist versucht hat, auch zu leben. Glaube ich auch. Also Solidarität ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Aber es ist halt keine Einbahnstraße. Keine Einbahnstraße, Das ist keine sozusagen Frage. Etwas, was natürlich eine Gegenseitigkeit und eine Resonanz verursacht und hervorruft. Was würdest du, um eine abschließende Frage formulieren zu dürfen, was würdest du der Wiener Sozialdemokratie, die ja vor einer großen Herausforderung jetzt steht, was würdest du ihr ganz speziell auf die Reise mitgeben? Wien ist ja im Moment das Gegenmodell zu dem, was sich auf Bundesebene tut. Ich glaube, dass die nächsten Jahre, um das mal so zu sagen, die nächsten Monate sind von einem üblichen Geplänkel der Scharmützel und sonstigen Dinge geprägt, die ich ehrlich gesagt langsam, aber sicher unerträglich finde und viele Menschen im Übrigen, glaube ich, auch. In einer Zeit, wo wir tatsächlich erstmalig uns fragen müssen, wie geht es nächstes Jahr weiter? Und der Finanzminister, der halt dann auch noch Bürgermeister werden will und so all das. Und ich mir denke, als Finanzminister hätte er gerade wirklich nur gehocken, wie man in unseren Kreisen zu sagen pflegt. Leute, die gerade bis vor kurzem die Republik in die schwersten Tumulte und in wirklich zwielichtige Geschichten verwickelt haben und irgendwie mal gesagt haben, was da hinter den politischen Kulissen sich eigentlich abspielt, die wieder antreten und zu tun, es war eh nichts, es war eine besoffene Geschichte, das ist, finde ich, schon unerträglich und eigentlich haben wir wirklich andere Aufgaben. Und was ich mir wünsche und was ich auch der Sozialdemokratie wünsche, ist, dass wir allen Ernstes und mit aller Kraft unkonventionelle Wege, kurze Wege, uns nicht immer von unserer eigenen Administration und von unserem eigenen Bedenken auffressen lassen und Mut haben, Dinge auszuprobieren, dass wir über diese Stadt Cluster des Mutes und des Aufbruchs verstreuen und sagen, lass uns Schulen bauen, die vielleicht anders funktionieren. Wir schauen es uns 2-3 Jahre an oder vielleicht länger.
aber sie sind Cluster des Aufbruchs in ein neues Leben und sie sind vor allen Dingen, und das ist, finde ich, für diese Stadt entscheidend, sie sind Horizontlinien jenseits der Angst und sie sind Horizontlinien, die Mut machen, die eine Perspektive geben und die sagen, die Geschichte ist nicht zu Ende geschrieben. Angst ist mit Sicherheit kein guter Berater und es gibt etwas, was jenseits der Normalität liegt, das, finde ich, einen sehr, sehr großen sozialdemokratischen Geschmack hat. Ja. Bruno Kreisky hat einmal gesagt, wenn es uns gelingt, den Menschen die Angst zu nehmen, hat die Sozialdemokratie eine große Chance. Willy Brandt hat das auf seine Art in Deutschland gesagt. Lieber Harald, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Ich sage danke. Wir haben jetzt wieder im Gespräch gesehen, es hat einmal ein großer Sozialdemokrat gesagt, unsere schärfste Waffe ist der Verstand und unsere scharfe analytische Fähigkeit. Und ich glaube, du bist einer, der diesen Weg geht. Wobei ich allerdings auch gesehen habe in deiner Biografie, dass du tatsächlich den Schwertkampf in Litauen trainiert hast. In einer Rolle für die Templer. Oder? Ja, aber sozusagen nicht als, als Sozialdemokratie. Da habe ich noch viel zu lernen. Natürlich. Da bin ich noch... Ja. Sozusagen im Verhältnis zu vielen, die ich kennenlernen durfte, sehr unbedarft. Okay. Vielen herzlichen Dank. Ich darf dir zum Abschluss eines mitgeben. Du hast ja sozusagen die Ökologiefrage angesprochen. In meiner SPÖ-Bezirksorganisation in Hitzing haben wir am Dach der Bezirksorganisation 12 Bienenstöcke, wo hunderttausende fleißige sozialdemokratische Bienen einen genfrei zertifizierten, biozertifizierten Honig gemeinsam mit einem tollen Imker produzieren. Und das möchte ich da mitgeben mit viel Kraft für alle deine Vorhaben, die jetzt unmittelbar vor dir stehen. Und vielen herzlichen Dank, dass du da heute die Zeit genommen hast. Freue ich mich sehr. Danke. Dankeschön. Danke dir. Danke sehr.